Herr Lederer, Er ist ans wir haben uns, Telefon. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Chris, wir haben uns nämlich einmal bei einer Online-Umfrage unterstützt und da wollten wir uns auch mal recht herzlich bei Ihnen bedanken. Wer ist gestürzt? Das. Nein, Sie haben uns einmal bei einer Online-Umfrage unterstützt. Ach so, das Und da kann wollten gut wir uns. möglich sein. Ich mache das gerne mal. Genau, da wollten wir uns bei Ihnen bedanken und wir haben jetzt eine Kennenlernaktion gestartet, wobei Sie nun die Möglichkeit haben, unser medizinisches Kopfkissen kostenlos zu erhalten. Was ist denn ein Und medizinisches Kopfkissen? Sind da Spritzen drin? nein, nein, also das ist zum Schlafen gehen. Ja, hat mir schon gesagt, dass ein Kissen zum Schlafen ist, aber warum ist das medizinisch? Weshalb und warum erkläre ich Ihnen? Sag mich da. Darf ich das Gespräch für Schulungszwecke mit aufzeichnen? Darf ich das dann auch machen? Ja, sicher. Sag mich da, dann können wir loslegen. Okay, danke, dass ich das Gespräch aufzeichnen darf, Herr Ja. Lederer. Okay, warten Sie, gebe einer kurz ein paar Stichpunkte. Also, wir sind ein Forschungs- und Herstellungsunternehmen von orthopädischen Schlafsystemen. Uns gibt es bereits seit 1964 mit Hauptsitz in Salzburg. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in Italien sind wir vertreten. Ja, aber Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Sie haben schon in Deutschland angerufen, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Ja, wir sind Sag ja mich auch in da. Deutschland vertreten. Nur weil Sie gesagt haben, auch in Deutschland. Nicht, dass Sie Ja, denken, ich ja. bin Schweizer oder sowas. Na, 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 na. Wir sind auch in Deutschland vertreten. Sag Und mich Herr da. Lederer, auf Ihr Kissen, da dürfen Sie sich freuen. Es zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften Was aus. für Kisten? Was für eine Kiste? Unser medizinisches Kopfkissen. Ach, Kissen, Das zeichnet Entschuldigung. sich, kein Problem. Es zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus. Zum einen das Maß 40 mal 80 und dadurch ist gewährleistet, dass nur der Kopf und nicht die Schulter aufliegen, somit Kopfweh, Verspannungen, Nackenprobleme vorgebeugt werden können. Wollen Sie mir jetzt gerade sagen, dass das an Genau. meinem großen Kissen liegt, dass ich morgens immer so Kopfschmerzen habe? Ja, das kann auch leicht vom Kissen sein, ja? Ich dachte, das liegt am Jägermeister. Ah, das kann auch sein, ja. Sag mich stark. Okay. Und das Besondere an unserem Kissen ist die kuschelige Hülle aus 100% Baumwoll-Edelsatin. Und es beinhaltet eine Füllung aus besonders beweglichen Faserbällchen. Und diese sorgen dann für einen perfekten Liegekomfort und halten das Kissen elastisch und rückformbar. Ah, Und super. es Also elastische Bällchen sind mir auch sehr wichtig. Hier habe ich auch ist, sehr. genau. Und es ist auch bei 60 Grad in der Waschmaschine waschbar und ebenso ist es auch für den Trockner geeignet. Ja, das habe ich Und es beides nicht. Kann man das auch im Eimer waschen? Geht das auch? ja, genau, stimmt. Sag Und mich Herr stark. Lederer, ich kann mir Ja. gut vorstellen, dass Sie sich nun denken, ja, alles schön und gut, aber warum sollte mir die Firma Venatex ein Produkt kostenlos geben? Weil ich ein Wo ist geiler da der Bock Haken? bin. Weil ich ein geiler Bock bin. Darum. Ja, genau. Sag mich Na, stark. Reeperbahn. stellen wir uns gemeinsam vor, Sie haben ein Produkt von uns, Sie überzeugen sich selbst davon und sind zufrieden. Was machen Sie dann automatisch im Freundes- oder Verwandtenkreis? Naja, dann kaufe ich mir das wieder, wenn das gut ist. Obwohl, wenn das Genau, gut oder ist, Sie dann geht reden das. darüber. Wenn das gut ist, dann geht das ja nicht kaputt. Dann muss ich das ja gar nicht neu kaufen. Dann freue ich mich Genau, genau. darüber. Genau, das, so das wollen wir. Also Sie reden darüber, vielleicht empfehlen Sie uns weiter. Und es ist in unseren Augen die beste und die ehrlichste Werbung, die gut altbewährte Mund-zu-Mund-Werbung. Wir machen auch keine Werbungen über Radio und Fernseher. Da wir eigener Hersteller sind, haben wir uns für den direkten Weg der Werbung entschieden. Also wenn Sie weder in Radio noch im Fernsehen sind, dann boykottieren Sie doch bestimmt auch die GEZ, oder? Was machen wir? Sie boykottieren dann bestimmt auch die GEZ, weil mit denen habe ich auch immer Ärger. Na, also wir machen nur Werbung über mit unserem eigenen Kopfkissen, gell? Sag mir stark. Also wenn das gut ist, dann kann ich ja mal nebenan im Laufhaus fragen, ob die das haben wollen. Genau, also Sie reden darüber, empfehlen uns weiter. Und die Übergabe vom Kissen sieht folgendermaßen aus. Eine Schlafberaterin oder ein Schlafberater unseres Hauses bringt Ihnen ihr Kissen sogar persönlich vorbei. Ja, sieht die Sie gut nimmt. aus, die Frau? Ist das eine hübsche? Ja, das ist ein Hübscher. Auch Sag der Herr ist stark. hübsch. Wollen Sie mich gerade Und als, wollen Sie mich gerade am Telefon als schwul bezeichnen?
Nein, aber ich weiß ja nicht, ob er Frau oder herkommt. Würde ich ja schon gerne eine Frau haben. Das haben meine Brüder hier falsches Denken von mir, wenn ein Typ mit einem Kissen zu mir reinkommt. Okay. Das ist hier die Reeperbahn. Das ist der Ruf ist alles, was man hat. Okay. Das ist einfach so. Ja, Ich arg. bin Diplomat bei der französischen Legion. Ah, okay. Es ist einfach so. Ja, sicher. Klar, Mann. Naja, dann, ich kann das gerne dazu schreiben, dass nur eine Frau kommen soll, gell? Sag es stark. So irgendwo Ja. zwischen 14 und 30. Genau, also eine Stunde nehmen Sie sich dafür Zeit und der Schlafberater natürlich überlässt Ihnen das Kopfkissen an Ort und Stelle und Sie bekommen auch alles Gesagte, also schriftlich bestätigt, gell, dass die gesamte Aktion für Sie kostenlos und unverbindlich ist. Ja, er soll bloß nicht probieren, sein Geld von mir zu verlangen. Ich kann sehr Nein. jähzornig werden. Genau, also schauen Sie, wir gehen nicht von einem Bedarf aus. Wir wissen, jeder hat seine Betten und seine Kissen zu Hause. Also können wir nicht von einem Bedarf ausgehen. Wir kommen Ja, zu Ihnen, weil wir es haben Sie. unverarzt. Ich will so schon immer mal so japanisches Futonbett haben. Kann ich sowas auch von Ihnen kriegen? Na? Warum nicht? Ja, weil wir das nicht haben. Ach so, ja, klingt logisch. Ja. Ja, können Sie mir das herstellen lassen? Leider nicht, na. Also, ja, kann das sein, dass Sie aus Bayern kommen? Aus Salzburg. Das sage ich doch. Ja. Das ist einfach so. Wann wollen Sie denn vorbeikommen? Also, ich bin heute noch bis 19 Uhr zu Hause. Also wir haben erst für Sie im Februar Termine frei. Ja, soll ich Ihnen die Adresse vom Clubhaus geben? Also wir machen meistens machen wir es nur in Privathäusern. Ja, es ist ja privat. Es ist ja, wir sind ja ein Club, keine Firma. Okay. Ja, es ist einfach so. Und da haben Sie eine Stunde Ruhe, oder? Ja, selbstverständlich. Memberraum und so. Okay. Soll ich die Adresse geben? Ja, bitte. Das ist Hells Angela. Ja. Und es ist die Reeperbahn 212. Reeperbahn 212. Das ist einfach so. Es wäre halt nur wichtig, dass ihr Verkäufer in keinem Kontakt zu Polizei oder Ermittlungsbehörden steht. Sonst können wir die nicht reinlassen. Okay. Und da sind mehrere Leute oder dabei? Ja, es kommt ja immer so auf die Tagesform drauf an. Okay, also wann sind Sie zu Hause? Jetzt gerade, im Moment. Ich muss Ja, aber aber gleich sonst. los. Okay, aber wann sind Sie normalerweise am Vormittag oder ja am Nachmittag zu Hause? Eigentlich immer. Immer. Das ist einfach so. Okay, Ich bin ja, wie schaut's bei. Diplomat. Okay, wie schaut's bei Ihnen zum Beispiel am 7. Februar, das wäre der Mittwoch? Das ist ja auch, das ist ja fast so ein Hormon. Ja, so weit voraus kann ich nicht planen. Okay. Ja, dann melde ich mich einfach nochmal bei Ihnen, wenn ich Termine so in einer oder zwei Wochen voraus plane. Und dann können wir uns ja gern was ausmachen. Ja, aber voll mit einer schönen Frau, nicht wahr? Bitte? Mit einer schönen Frau, die Termine. Ja, da frage ich nochmal meine Chefin und dann melde ich mich einfach nochmal und dann können wir uns ja gern was ausmachen, Das gell? ist einfach so. Ja, das ist Sag einfach so. stark. Kann ich mich jetzt wieder hinlegen? Jetzt dürfen Sie sich wieder hinlegen, gell? Und ich melde Sauber. mich auf jeden Fall nochmal bei Ihnen, gell? Sag stark, Bruder. Vielen Dank. Bitte gerne. Hau rein, Mann. Wiederhören. Gib mir mal das Wasser, Bruder. Gib mir mal einen Schluck Wasser. Keine Ahnung. Ich soll ein Kissen kaufen für das Schlupphaus. Ich habe gesagt, ich soll vorbeikommen. Ja, Mann, es ist einfach so. Gib mir das Wasser, Mann. Danke, Bruder. Das ist einfach so. Das können wir dann
im Laufhaus auch noch anrufen, ob die das haben wollen. Geh mal rüber und frag die. Es ist einfach so. Das muss ja irgendwo herkommen, das Geld nicht. Das ist einfach so, wie ich das immer sage, Bruder. Mach mal die Klotür zu. Scheiße, ich trinke nie wieder Alkohol. Das Zeug ist tödlich, das sag ich dir. Das ist echt brutal. Ja, ich hab das Telefon noch, weil ich muss gleich noch bei Enzo anrufen.